Ich sehe schon, der David und ich sind voll adjustiert, sogar die feinsten Fußballschuhe extra ausgeräumt wieder, jahrzehntelang verschollen. Heute haben wir sie wieder am Start. Wir haben einiges für euch vorbereitet, ihr habt es vielleicht mitgekriegt, wir haben so ziemlich alle, was irgendwie Fußball im Kopf haben oder was Fußballspielen kontaktiert, dass sie heute mitmachen. Es ist uns aber ein Herzensanliegen, dass wir gerade in der Zeit jetzt, wo es einfach nur wieder am Platz geht, einfach ein bisschen was bieten, wo einfach jeder von daheim aus jetzt mittrainieren kann. Es braucht natürlich jetzt keine Fußballschuhe, wenn es daheim in der Wohnung oder im Haus trainiert. War natürlich umso cooler, wenn es in Fußballschuhe trainiert, also ist auch nicht verboten. Was es aber braucht, ist ein Ball. Ist aber ganz egal, was für ein Ball es ist, natürlich idealerweise bei einer Fußballsession ein Fußball, aber ein Ball war ideal. Dann braucht man nur zwei so Markierungspunkte. Das kann aber ganz egal, was das ist. Ob das zwei Handtücher sind, ob das zwei Klobollen sind, ganz wurscht. Das könnt ihr euch gleich herrichten. Und ein Handtuch. Einerseits werdet ihr auf jeden Fall ins Schwitzen kommen. Und zweitens werden wir es für eure Übung dann brauchen zum Schluss. Gut, ich glaube, es sind einige am Start. Herzlich willkommen an alle Fußballer. Es wird definitiv auf eure Kosten kommen. Der David und ich haben uns einiges überlegt heute, was man easy daheim machen kann. Einfach jetzt in der Zeit, einfach für die Athletik, für die Performance. Das heißt, wenn es dann hoffentlich bald wieder auf den Platz geht, dass wir dann alles abrufen können. Gut so, ich würde sagen, wir lassen losgehen. David, du bist ready? Ich bin bereit, ja. Perfekt. Den Ball legen wir derweil kurz auf die Seite. Wir starten. Linkes Bein, unser Standbein, wahrscheinlich bei den meisten. Und wir schwingen ganz locker nach vorne und nach hinten. Jawohl. Schauen, dass wir gleich Stabilität auf dem Standbein haben. Stabilität im Rumpf, ganz locker nach vorne durchschwingen. Jetzt kann man die Bewegung noch in die Wirbelsäule weiterlaufen lassen, dass man wirklich auch das Becken und den Lendenwirbelsäulenbereich aufmobilisieren. Schauen, dass die Reichweite immer größer wird. Nehmt die Arme gleich mit. Jawohl. Wir machen dasselbe nach innen und nach außen. Schwingen nach außen. Wir stellen immer noch auf unserem linken Standbein. Bei mir war das linke immer nur ein Standbein, mehr war das nie. Beidfüßig. Jawohl, da die Reichweite erhöhen. Gut so, dann stellt euch vor euch steht eine Hürde und ihr steigt nach außen über die Hürde drüber und dann wieder nach innen über die Hürde. Nach außen und nach innen. Schön den ganzen Hüftbereich aufmachen, bearbeiten. Jawohl, falls ihr euch fragt, wo wir uns da gerade befinden, wir sind in unserer Base Location in Völs draußen, im Gebäude von Therese Mölk. Wer noch nie da war, auf jeden Fall in Kürze dann wieder ready, vor allem die Dachterrasse. In Zeiten wie diesen, wo Indoor nur verboten ist, auf jeden Fall richtig cool. Aber da wird es Infos von uns geben. Gut, so wir wechseln einmal das Standbein. Rechtes Bein und das linke schwingt nach vorne und nach hinten. Herzlich willkommen alle Linksfüßigen. Philipp wieder angesprochen. Schön durchziehen. Jetzt muss dann ein körperloses Spiel sein werden, wenn wir 2 Meter Abstand halten, von innen und nach außen wieder. Wird es umso wichtiger sein, dass wir athletisch fit sind, weil dann wird viel mit Speed passieren. Da gibt es keine Decklings mehr, keine beidbeinigen Blutgrätschen mehr. Kenne ich nicht sowas. Gott sei Dank spiele ich mittlerweile immer. Jawohl, und da auf der Seite steht wieder die Hürde neben uns. Wir steigen nach außen und wieder nach innen. Nach außen und nach innen. Jawohl, Scheren öffnen. Mal richtig Baum sein. Mein Körper kriegt mal Betriebstemperatur, wir werden viel im Bereich Schnelligkeit, Agilität machen, einen kleinen Kraftblock haben wir vorbereitet und natürlich auch ein bisschen was für die Kondi dann zum Schluss, ein kleiner Finisher, letztes Mal, jawohl. Dann schnappt euch euren Ball, wer jetzt über
überhaupt vom Ball am Start hat, es geht auch mit einer anderen Sache. Es ist jetzt nicht so tragisch, aber mit dem Ball ist natürlich viel die bessere Stimmung. Ihr geht in eine breite Grätsche, so breit wie ihr es schaffen könnt, geht es dann auf einer Seite tief, beugt das Knie, gebt den Ball unten durch, so im Achter. Und scheren den Zug an der Beininnenseite spüren, mal nach rechts und mal nach links. Mit dem Oberkörper kann man tiefer, schauen aber, dass wir nicht zu rund werden. Spüren wir, scheren den Zug, Beininnenseite, soll der angenehme Zug sein, soll jetzt kein Stechen oder irgendwas sein. Jawohl. Gut, so ganz weite Bewegungen. Dann gehen wir den Ball auf den Boden und machen dasselbe am Boden führen. Die Knie bleiben schräg und wir führen einen weiten Achter. Wirklich so weit wie es geht, spüren wir den Zug jetzt auch vor allem auf der Beinrückseite. Schön weit. Jawohl. Wechseln nochmal die Richtung. Weit nach außen, ruhig weit, dass wir das Bein steht. Dann schnappen wir uns den Ball, bleiben in der Grätsche, federn ganz leicht nach unten und drehen uns dann nach oben hinauf und federn nach hinten, sodass wir eine gute Spannung auf der vorderen Kette haben, in die Überstreckung vom Rücken gehen und dann langsam wieder tief und wieder nach hinten. Jawohl, und nochmal tief, schnell den ganzen Wirbelsäulenbereich mitnehmen, Schultergürtel. Ganz was Wichtiges auch natürlich für die Laufdynamik, für die Stabilität im Zweikampf, der irgendwann ja wieder stattfinden wird, hoffentlich. Und ein letztes Mal tief. Und ein letztes Mal hoch. Jawohl, gut so. Kurz durchschnaufen, wir gehen in einen kleinen Rumpfteil, der David wird den anleiten. So viel vorweg, wir werden gleich ein bisschen ins Schwitzen kommen. Aber ganz wichtig, Körpermitte natürlich, brauchen wir bei jedem Schuss, bei jeder Bewegung im Fußball ganz was Entscheidendes. Okay, nach der perfekten Einführung vom Knie, wir starten für die erste Übung in einem Vierfüßlerstand. Und zwar, Knie sind dann leicht in der Luft, ihr habt den Ball auf der rechten Seite, linke Hand schiebt aktiv vom Boden in die Luft und aus der Position mit einem stabilen Becken übergebt ihr einmal den Ball auf der linken Seite. Dann wieder stabilisieren und das Ganze auf die rechte Seite. Wenn das Ganze zu einfach ist, rechter Ball die Hand, rechte Hand den Ball, linkes Bein in die Luft und dann im Wechsel ausstabilisieren und wieder auf die andere Seite. Dann gehen wir weiter zur zweiten Übung. Startet in der Seitstützposition, ihr klemmt euch den Ball zwischen die Füße ein, Ellbogen sauber unter der Schulter platzieren, ihr schiebt euch aktiv. Vom Boden nach oben, richtig da wird die Körperseite gut arbeiten und fangen den Oberarm zur Decke und dann nur aus der Brustwirbelsäule zur Seite rotieren, wieder sauber nach oben öffnen. Dann das Ganze auf die andere Seite und die vierte Übung, startet im Bauchlage. Ihr könnt die Beine in die Luft anheben, schiebt die Arme mit dem Ball nach vorne weg und ihr öffnet einmal auf die rechte Seite, der Oberkörper ist in der Luft. Wieder vor dem Kopf den Ball übergeben in die andere Hand und dann dasselbe auf die andere Seite. Das Ganze machen wir eine Runde, 40 Sekunden Belastung, 10 Sekunden Pause. Ihr werdet jetzt dann sehr schnell merken, wie ich jetzt schon beim Vorzeigen gemerkt habe, ihr werdet jetzt ziemlich gut ins Schwitzen kommen. Körpermitte wird sehr gut arbeiten, ganz wichtig für den Fußball. Jawohl! Dann würde ich sagen, lass uns losgehen. In 10 Sekunden starten wir mit der ersten Übung. Macht euch bereit. 2, 1 und los geht's. Jawohl, lasst das Becken stabil. Stabilität. Wer merkt, der kann es nicht ganz stabilisieren, aber langsamer. Den Ball auf den Rücken übergeben. Aber kann man schon dynamisch machen. Sehr stark ist. Jawohl, 15 Sekunden haben wir noch. Gut so. Spannung in der Körpermitte. Vor allem gegen die Rotation müssen wir noch stabilisieren. Ganz eine wichtige Aufgabe vom Rumpf. 2,
1 und 10 Sekunden Pause. Jawohl. Sehr knackig auf jeden Fall. Ball einklemmen zwischen die Beine. Und genau, Übung Nummer 2. Rotation vom Bauch noch aufwärts. Rotier nach. Und öffnen wieder. Und noch. Und wieder nach oben öffnen. Lass das Becken sauber in der Luft um. Ganze Kontrolle kommt aus der Körpermitte. Jawohl, wenn ihr jetzt fragt, ob das normal ist, dass die Schweißtropfen schon runterrinnen. Absolut. So soll es sein. Lang genug gefaulenzt jetzt. Jetzt müssen wir Gas geben. Jawohl, schön rotieren. Wir haben die letzten 2 Sekunden. Und legen ab. Jetzt, erste Seite haben wir. Zweite Seite. Voll geil dazu. Macht euch wieder bereit. Und los geht's. Richtig stark, zeitgleich. Jawohl. Auf der Seite wieder. Schaut auf euer Körpermitte. Becken bleibt sauber in der Luft oben. Bewegung wird wieder nur aus der Brustwirbelsäule. David, wie viele Tore hast du in deiner Karriere geschossen? Ja, ich habe aufgehört zum Zählen. Okay. Das ist mir einfach zu viel geworden. Von mir ist da ein guter Überblick. Brauch ein paar Hand dazu. 3, 2, 1. Jawohl. Letzte Übung von dem Block. Ein bisschen was für den Rücken. 2, 1. Und los geht's. Beine in die Luft. Ball übergeben, ohne dass man verliert. Oberkörper leicht anheben. Nach vorne wieder leicht absenken. Anheben. Zu breit auch. Zu breit, ja. Die Ferse. Jawohl. Gut. Anheben leicht, Spannung halten. Übergeben. Sehr gut. Jetzt darf natürlich schön im unteren Rücken langsam anfangen zum Arbeiten. Vorne, Seite, hinten, alles muss stabil sein. Yes. Und Pause. Gut, so schüttelt es kurz durch. Schnappt euch kurz eine Hand durch. Wischt euch die ersten Schweißtropfen von der Stirn. Also wer jetzt noch nicht schwitzt, eindeutig was falsch gemacht. Bei uns vorne sind die Suppen, aber das ist gar nicht mehr schlimmer. Hat es aber 1000 Grad da. Ja. Gut, so. Wir gehen weiter ein bisschen in die Dynamik. Und zwar, ich möchte, dass ihr einen Ausfallschritt nach vorne macht und gleichzeitig den Ball nach oben führt. Pobacke vom hinteren Bein ist richtig auf Spannung. Ball wieder senken, stabiler Abdruck. Machen wir 5-mal hintereinander auf unserem linken Bein. Schön aufziehen, Abdruck. Aufziehen, Abdruck. Jetzt nutzen wir gleich die Rumpfstabilität. Jetzt gehen wir Richtung Impact. Was natürlich beim Fußball ganz was Entscheidendes ist. Beschleunigung nach vorne, zur Seite, nach hinten. Alles brauchen wir da. Jawohl, gleich die Seite wechseln. Anderes Bein nach vorne. Jetzt spannt die andere Pobacke an. Und wieder Abdruck. Yes. Ganz stabil, gleich von der Beinachse. Lassen wir das Knie nicht nach innen klappen. Und Abdruck. Jawohl, wir wechseln nochmal die Seite und bauen eine Rotation ein. Das heißt, wenn das linke Bein vorne ist, über das linke Bein drüber rotieren, so weit es geht auf die Seite. Wieder zur Mitte und dann da wieder der Abdruck. Immer im Wechsel. Dann das rechte Bein nach vorne. Rotation. Wieder zur Mitte. Abdruck. Jawohl. Falls ihr euch denkt, wer sind denn die zwei überhaupt? Jetzt werdet ihr mich nicht erkennen. Gefühlt seit 5 Jahren Cappy aufgehabt. Als erste Mal ohne. Ja, jetzt werdet ihr Klick machen bei den meisten. Oder und andere. David, kennst du natürlich auch noch. Selber noch aktiver Fußballer. Sicher der schnellste, was wir im Team haben. Zweifel. Jede Seite noch einmal. Und der letzte noch.
Jawohl. Ball immer kurz auf die Seite. Jetzt geht es in so einen Kniestand nach unten. Vorderes Bein belastet jetzt. Und dann richtig dynamisch und schnellkräftig übers vordere Bein aufdrucken und in der obersten Position Stabilität. Wieder langsam abstellen nach hinten und dann gleich explosiv und Stabilität. Streckt die Hüfte am Standbein richtig durch, nimmt die Arme dynamisch mit. Und Abdruck. Jawohl, kompletter Stillstand. Rumpf, Hüfte, Knie, Sprunggelenk, alles muss zusammenarbeiten. Jawohl, und die Dynamik nehmen wir von den Armen auch wieder raus. Gut so. Zweimal noch auf der Seite. Yes. Und der letzte. Gut so. Wir wechseln gleich die Seite. Jawohl. Position. Arme richtig stellen und schub nach oben. Wieder langsam abstellen nach unten. Schub. Genau. Streckt bewusst die Hüfte durch. Da außer holen wir uns die Beschleunigung, die Kraft holen wir uns vom Boden aus. Schub. Jawohl, richtig dynamisch. Zweimal noch. Und der letzte noch. Gut so. Wir bleiben bei dem Explosiven, machen nur ein bisschen anders Bewegungsmuster. Und zwar, es schiebt nach hinten in so eine Standlageposition. Stabil am Standbein, leicht gebeugtes Knie. Es schiebt die Ferse nach hinten, haltet kurz und dann auch da wieder Beschleunigung nach oben raus. Okay, ganz wichtig, auch da wieder die Hüfte strecken und dann langsam wieder retour. Jawohl, immer so und sieht man es gleich ganz gut. Jawohl, starten wir, linkes Standbein, wir schieben nach hinten, laden die Kette auf und explodieren. Kurzer Stillstand und dann langsam wieder nach hinten. Aufladen. Schub. Jawohl. So explosiv ist es am Startfass. Und schub. Spürt sich die Beinrückseite. Der Rumpf ist nach wie vor ein Betonblock. Schub. Jawohl. Und letztes Mal auf der Seite. Und schub. Gut so. Kurz durchlockern. Und dann machen wir dasselbe auf der anderen Seite. Rechtes Standbein. Wir bauen wieder Spannung auf nach hinten. Laden auf. Kontrolle. Und schub. Jawohl. Wieder langsam nach hinten. Aufladen. Schub. Gut so. Spürst den Zug auf der Beinrückseite und dann explodieren. Ganz wichtig für den Antritt. Bam. Die Schlinge ist dafür verantwortlich. Wir schieben nach hinten. Schub. Und ein letztes Mal. Jawohl. Schieb uns kurz durch und dann gehen wir gleich in ein kleines Lauf-ABC. Das wird der David mit euch machen, bevor es dann in einen kleinen Agility-Block geht. Okay, perfekt. Für die erste Übung, wir starten ganz locker, saubere Marschierschritte. Schaut gleich darauf, auf einen aktiven Armzug nach hinten. Jawohl, dann erhöhen wir die Frequenz. Wir bleiben mit den Armen sauber. Oberkörper bleibt auf. Und jetzt steigern wir das Ganze, wir gehen aktiv in einen Kniehebel auf. Knie sauber nach oben, Arme arbeiten mit. Oberkörper bleibt stabil. Und 5 Sekunden, maximales Tempo. Ziehen wir nochmal an. 3, 2, 1 und Pause. Jawohl, kurz zulockern. Nächste Übung. Linkes Bein bleibt gestreckt. Das rechte Knie zieht immer nach oben an. Die Schatten so aus. Sauber nach oben anziehen. Auch wieder Arme aktiv mitnehmen und das Knie zieht nach oben weg. Jawohl, sehr stark. Bleibst du dabei? Und durchlockern kurz. Selbe gleich auf der anderen Seite. Rechtes Bein gestreckt lassen, links zieht nach oben. Ja, da sehe ich ein paar Fragezeichen. Dann habe ich was mache da. Hinten gestreckt, vorne gebeugt, ganz wichtig. Trotzdem federnd. 3, 2, 1 und durchlocken. Alle Übung, ganz wichtig dann später für die Sprünge. Wir starten lockere beidbeinige Sprünge auf der Stelle und dann auf mein Signal ziehen wir abwechselnd nochmal das rechte und dann das linke Knie nach oben. Achtet, jetzt sind wir wieder auf eine beidbeinige Landung. Schaut so aus, beidbeinige Sprünge und dann immer abwechselnd
und Knie sauber nach oben ziehen, okay? Starten gemeinsam beidbeinig springen, Rücken raus, die Sprunggelenke rausfedern. Ganz locker noch. Und dann starten. Abwechselnd. Knie nach oben ziehen. Schaust, dass du da gleich Höhe macht. Bei jedem Sprung geht's nach oben. Aktiv ab und Pfund weg. Jawohl, sauberer Prellhupser. Gleichzeitiger Bodenkontakt. Wie auf einer Halbplatte. 3 Sekunden noch. 2, 1. Und Pause. Jawohl, schnaufst mal durch. Dann steigen die Intensität aber eine Spur mehr. Und zwar, nächste Übung dann, wir machen das Ganze 30, 15. 2 Runden. Ja, machen wir 2 Runden. Die erste Übung, schaut so aus. Beibeiniger Stand und ihr schiebt euch dann immer mit dem äußeren Bein zur Seite weg und dann auf die andere Seite. Tiefe Position, Anhang geht nach vorne, sauber Abdruck zur Seite, abbremsen. Und wieder Abdruck. Wenn das super sitzt, kannst du dann die Weite von den Sprüngen und auch die Frequenz natürlich erhöhen. Zweite Übung. Startet jetzt mit einem einbeinigen Sprung nach vorne. Beibeinige Landung, schnelle Kontakte wieder nach hinten zur Startposition. Schaut so aus. Einbeiniger Absprung, stabile Landung, wieder nach hinten, gleiche Seite, springt wieder. Nach vorne weg, stabil landen, wieder retour. Nächste Übung, dasselbe dann mit dem anderen Bein aufspringen. Kann man noch was machen? Ja, ja. Habe ich Trainingsplan vergessen. Aber als nächstes schnappt ihr euch dann 2 Hilfen. 2 Markierungspunkte, einfach was der Arm aus, wie wir gesagt haben, 2 Klorollen, 2 Leihwallen, 2 Handgelenke, ganz egal. Einfach so, dass ihr einen Achter positionieren könnt vor euch. Genau, ungefähr 1 Meter Abstand dazwischen. Startet dann auf eine Seite und ihr schaffelt nach vorne, Arm ums Hütchen rum und dasselbe wieder retour. Das Tempo, was ich jetzt vorgezeigt habe, ist nur zum Vorzeigen, ihr steigert das Tempo dann aufs Maximale rauf. Jawohl. Die 4 Übungen, schauen wir uns mal, die Qualität voll abrufen, richtig in die Performance gehen. Hat schon stehen lassen. Schauen wir uns mal vor allem bei den 8er, richtig außerpumpen und dann wieder nach hinten reingehen. Wir machen 2 Runden von den 4 Übungen. Schauen wir uns mal bei der 2. Runde auf der anderen Seite vom 8er starten. Okay, 1. Runde starten wir links vom Markierungspunkt, 2. Runde starten wir rechts vom Markierungspunkt. Jawohl, richtet euch alles her, baut euch gleich den Korridor auf. Also, ja. 30 Sekunden Belastung, 15 Sekunden Pause. Okay, richtet euch her für die erste Übung. Ja, richtig der Abdruck über das Außenbein. Ja, seid ihr ready? Wir sind auf jeden Fall ready. David, werd beschleunigt. Jawohl, in 10 Sekunden legen wir los. Ich gebe mein Bestes, okay? Ihr könnt es natürlich um eine unermessliche Schnelle Außenbein starten. 3, 2, 1 und der. Jawohl, richtig ausfedern. Abdruck. Jawohl. Bam. Stabil im Rumpf. Jetzt brauchen wir alles, was wir davor gemacht haben. Abdruck. 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 So ist es. Jawohl. Richtig Gas geben. Gas geben. Gas geben. Sehr gut. Gut so. 10 Sekunden. Gehen wir gleich mal dabei. Da bleiben Sie schon pfeifen, die Beine. Trotzdem explosiv. Jawohl. Guckst du noch an, 15 Sekunden. Das ist immer schon sehr gut. Da kann sich ein super Programm einfallen lassen. Jawohl. Jetzt können wir die Sprünge nach vorne. Mit einem Bein und dann retour tanzen. Und gehen wir. Beidbeinige Landung und wieder retour. Einbeiniger Abbruch und retour. Schaut auf eure Beinachsen bei der Landung. Knie sind aus. Jawohl, so ist es. Da braucht man Performance. Das ist gerade von mir. Gut so. Jawohl, wieder retour und wieder Abbruch. Und dann geht's jetzt nur aus. Letzter. Und kurz durchlockern. Jawohl. Zweite Seite. Gut so. Bereit machen. 2, 1. Und geht's. Abdruck. Und wieder retour. Jetzt. Yes. Und wieder retour. Sehr gut. Richtig aus der Feder. Und dann wird es absolviert jetzt. Bleiben wir dabei.
bisschen mit der Pumpe richtig oben. Die darf schon arbeiten. 8 Sekunden. 5, 4, 3, jetzt da. 2, 1, yes. Und dann haben wir den 8er. So soll das sein. Flammen. Ja, sind um die 30 dabei. 5 Sekunden noch. 2, 1 und los. Richtig aus der Pumpe. Und wieder retour. Ja, vorwärts, rückwärts, seitlich. Alles haben wir da mit dabei. Genauso wie wir es am Platz krachen. Genau, wieder fallen lassen und wieder aus die Pumpe. Fallen lassen und wieder aus die Pumpe. Yes! Und gerne, 10 Sekunden. Ganz stark. Und beschleunigt nochmal nach vorne. 2, 1. Und kurz durchlockern. Jawohl, ersten Block haben wir. Macht euch gleich bereit für die zweite Runde. Jawohl, schauen wir, dass da nochmal richtig kraftvoll Abdruck. Außenbeine gleich gestreckt, gleichzeitig Daumenzug. Und los geht's! Bam, bam, yes! Stabil in der Mitte, kraftvoller Zug. Jawohl, Oberkörper und Unterkörper arbeiten zusammen. Gehen wir, gehen wir. Jawohl, wenn einer die Power hat, dann du. Ich hoffe, euch geht's gleich, ihr seid mit dabei. Jawohl, vorletzen damit, vorletzen. Ich weiß, das ist fein hart schon. Trotzdem brauchen wir noch den Abdruck. 3, 2, 1. Yes. Gut so. Schauen wir nochmal. Sprünge nach vorne, retour, ein bisschen mehr Zeit lassen, aber locker retour wechseln. Und dann wieder kraftvoller Abdruck. Erste Seite. 2, 1. Und gehen wir. Und wieder retour. Jawohl. Und wieder. Abdruck. Yes. Ja, der ist nur im Saft, das merkt man, der ist spritzig. Gut, so. Trotz Puls 310, der immer noch spritzig. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Zieh mal durch, zieh mal durch. 3, 2, 1 und durchlockern. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Es wird sich lohnen. Das brauchen wir dann. Bereit machen, zweite Seite. 3, 2, 1 und gemacht. Jawohl, 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 jawohl. Abdruck nach vorne. Und wieder die Tour. Abdruck. Sehr gut. Jawohl, gehen wir mal da, gehen wir mal, gehen wir mal. Und jetzt noch einmal. Bleiben wir dabei. Jetzt haben wir es gleich geschafft. 3, 2, 1, yes! Kurz durchlockern. Letzte Übung. Jetzt gehen wir gemeinsam durch, wenn wir jetzt schon happy Puls ist. Auf 490 können wir vor. Jawohl, der 8er. 2, 1, und gehen wir! Gehen wir! Jawohl! Manuel Ruch schreibt, ob ich schon K.O. bin. Wichtig ist, Mani, dass du am Start bist. Du bist der Aktive. Das erste Mal dabei und gescheit, ne? Gerne. 5 Sekunden. Gas geben. 3, 2, 1. Und auslockern. Jawohl. Sehr stark. Low five. Gut so. Ja. Ist schon knackig, da geht's schon zur Sache. Trinkt einen Schluck dazwischen, kämpft kurz hoch am Puls, lockert's aus. Jawohl, Grüße gehen raus an den FC Buch. Da sollten einige am Start sein, heute. Das wird eine fitte Truppe werden heuer. So viel vorweg. Gut so, ihr greift dazwischen so einen kleinen Kraftblock, was wir jetzt einbauen. Dazwischen kann man den Puls ein bisschen nach unten kommen. Da kommt wieder unser Ball ins Spiel. Und wir brauchen ein Handtuch. Wir haben da auf den Kunststraßen, da rutscht das Handtuch nicht, deswegen nehmen wir da einfach so ein Slideboard. Das Ganze schaut so aus. Ihr schnappt euch den Ball, positioniert euch mit einem Bein auf dem Ball drauf. Geht's in Rückenlage, drückt euch aktiv nach oben, das andere Bein anziehen. Und dann geht's leicht nach vorne und zieht wieder her. Nur so eine kleine Bewegung am Ball.
der Herzchen, so dass du Ball nie verlierst. Ganz kleine Bewegungen, der Rumpf bleibt stabil. Linke Seite, rechte Seite. Übung Nummer 3 und 4, aber dann, wie gesagt, auf unserem Handtuch drauf oder mit den Socken geht es auch auf dem Holzboden, rutscht es auch so gut. Stabile Position, es rutscht seitlich nach außen, geht richtig tief nach unten und drückt sich mit dem äußeren Bein wieder hoch. Wieder nach außen weggehen, tief und wieder hoch. Halt jetzt die Wirbelsäule stabil, schauen, dass wir möglichst viel über das äußere Bein machen. Übung 3 und Übung 4 natürlich dieselbe andere Seite. Wir haben 40 Sekunden Belastungszeit, wir haben 15 Sekunden Pause. Wir machen 3 Runden davon. Und eins vorweg, gebt es nicht sofort nach ein paar Sekunden auf. Das wird Beinhaut, vor allem die Ballübung. Okay? 3 Runden möchte ich, dass wir alle durchbeißen. Dann sind wir richtig gut dabei. David, stellt die Uhr ein. 15 ist okay. 15. Was? Bist du bereit? Ich bin bereit. Ihr werdet es fahren können. Ah, okay. Ja, wie ist das? In 10 Sekunden geht's los. Jawohl. Und los geht's! Becken nach oben und schöne Bewegung am Ball. Herziehen und wieder nach vorne gleiten lassen. Immer Kontrolle am Ball. Jawohl. Und das darf schon ziehen. An der Rückseite. Schön, kleine Bewegungen. Gut, so 15 Sekunden noch. 10 Sekunden noch. Kämpfen noch. Bleiben am Ball. Sehr stark ist es. 5, 4, 3, 2, 1. Und aufsetzen. Jawohl. Ist halt auf dem Ball. Ist brutal. Zweite Seite. 3, 2, 1. Okay. Ganz wichtiger, die Beugefunktion im Knie. Als Mitspieler bei der Hüftstreckung ist er schon lange bekannt oder hat in den letzten Jahren viel Fokus drauf gelegt. Trotzdem auch wichtig, dass er auch die Beugefunktion hat. Oberschenkel Rückseite, also zwei Funktionen, beide gehört ins Training eingebaut. Dann sind wir richtig gut präventiv vor allem auch unterwegs. Ganz, ganz wichtig. Ganz häufige Verletzung bei Fußballern. 3, 2, 1. Da hat es auch fest die Oberschenkel Rückseite. Nein! Wunderbares Gefühl. Vor allem, weil es die erste Runde ist. Yay! Schnappt einmal Handtuch, Vorbein drauf positionieren. 2, 1. Und gehen wir. Nach außen weggehen. Und wieder hochkommen. Nach außen wegschirmen. Und hoch. Tief. Hoch. Kontrolle auf dem Standbein. Und hoch. Yes. Hoch. Sehr gut. So tief wie jeder kann von der Beweglichkeit her. So, dass wir die ganze Kontrolle haben. Wichtiges Bein soll sauber rutschen. Dann sind wir wirklich am richtigen Bein belastet. Jawohl. Sehr gut, kurz durchlockern. Leider Spiel haben wir natürlich auf der anderen Seite. Alles Rutscher? Ja, jetzt läuft's noch. Läuft noch. Eins. Und gehen wir. Dann läuft schon die Welt mal ruhiger. Das heißt, die Pumpen ist die ganze Zeit auf Hochbetrieb. Jawohl. Absolute Maschinen dann im Tiroler Fußball oder auch vielleicht internationalen Fußball, ich weiß nicht, wer alle dabei ist. Jawohl. Bleiben wir dabei. Sauber gleiten bis zum Schluss. Und Pause. Jawohl. Es geht gleich in die zweite Runde. Die erste war schon super. Zwei, eins und hoch wieder. Ja.
Jawohl, kontrolliert sein Baller da. Gut so, gut so, gut so. Kämpfen. Spüren wir die Beinrückseite. Ansonsten kann man es auch gerne beidbeinig machen. Aber leider Ball fast zu klein. Letzten 12 Sekunden. Und herzlich. Jawohl. 6. 3. 2. 1. Und absetzen. Jawohl. Mani, alles klar noch? Wo bist du? Die Hände nicht mehr? Nee. Sehr gut so. Ich hoffe, ihr seid noch voll mit dabei. 2, 1 und gehen wir. Sauber, Herr Zirk. Die Zeit kann man ideal nutzen jetzt. Für Arbeit, die man normal nicht so gerne mag, ist ganz klar. Aber es nutzt nichts. Gehört dazu. Dann macht es am Ball umso mehr Spaß. Dann haben wir die Power, dann können wir uns auf den Rest konzentrieren. Sehr gut. 10 Sekunden. Ich weiß, ihr seid schon natürlich alle hungrig. Auf den Platz. 5, 3, 2, 1. Und aufsetzen. Jawohl. Hey. Macht so Spaß hier. Ah, ich will ein geiles Gefühl dann. Leider schmeißt es noch los. Und gehen wir. Erste Seite. Tief. Und hoch. Jawohl, sehr gute Truppe haben wir da am Start. Heute Sieg schon. Tief, feiner Kick. Spürst die Oberschenkel. Außenseite kontrolliert alles. Jawohl. 8 Sekunden noch. Die letzten Sekunden. Geben wir Gas, geben wir Gas, geben wir Gas. Und Pause. Hui. Ah, ich sehe mich noch der Pause. Jawohl. Wir kämpfen. Beine aufs Programm, immer noch der kleine Kraftblöckele. Ja, das ist schon easy. Also man kann mit wenig recht viel machen. Und gehen wir. Zweite Seite. Lasst euch nicht ablenken von meinem Geplausche. Aber ihr seid sowieso im Tunnel. Jawohl, jetzt ziehen wir es durch. Yes. 15 Sekunden noch. Gehen wir noch, gehen wir noch, gehen wir noch. Die letzten Wiederholungen noch. Zweite Runde haben wir gleich geschafft. 2, 1, und. Yes. Ah, den haben wir noch. Hamstring Curls, ja, letztes Mal versprochen. Gibt's wieder Beschimpfungen? Beschimpfungen erst nach der Übung. Los geht's! Lass das Becken sauber in der Luft. Das Bein auf dem Ball arbeitet. Gut so, gut so, gut so. Jetzt was beißen. Kontrolliert euren Rumpf, kontrolliert euren Becken. Hälfte haben wir schon wieder. Wenn euch der Ball wegrutscht, einfach neu positionieren und weiter. Beim Kunststraßen tückisch. Aber es wird nicht jeder Kunststraßen haben. 8 Sekunden, kämpfen. Ladet sie auf die Rückseite. 4, 3, 2, 1. Yay! Ganz nett. Fausch geht an euch, richtig stark, wenn er immer am Start ist. Geile Sache. 32. Gut so. 2, 1 und gerne. Jawohl. Kurzes Grinsen in die Kamera. Ganz wichtig. Yes. Wie auf einer Schiene. 20 Sekunden. Schau, lass mir nichts anbrennen. Letztes Mal die Seite. Position und sauerhändig. Yes. 10 Sekunden.
Gas geben, Gas geben. Zehn Schnurren oben halten. Fersen aktiv herziehen. 3, 2, 1. Bist du deppert? Ganz stark, ganz stark. Letztes Mal die Side Slide Squats. Geiler Name. Und los geht's. Nochmal alles rausholen. Scherenrhythmus von Anfang bis Ende. Jawohl. Kämpfen wir. Bis zur letzten Wiederholung Qualität bei der Übung. Das Knie klappt nicht nach innen. Wir kontrollieren es. Yes. 12 Sekunden noch. Jawohl, jetzt ist die Ziellinie in Sicht. Gehen wir nochmal stumpf. Yes. Andere Seite nochmal. Nächste Übung von dem Block. Sehr schön, ist das super. Schau, das ausbreitet aber. Wie schwitzt fast nicht. Naja. 2, 1 und genau. Zweite Seite. Jawohl. So ist es. Da haben alle Muskeln mit dabei. Abdruck. Natürlich auch wichtig der Oberkörper mit dabei. Wir haben es jetzt aber heruntergebrochen auf die wichtigsten Sachen, die wir mit einbauen sollten. Aber da können natürlich auch Zugübungen für den Oberkörper, Druckübungen mit dazu, um einfach da Dynamik zu erzeugen aus der Armarbeit. Ganz, ganz wichtig. 1. Yes. Richtig stark. High five mal an alle. Sehr geil bis jetzt. Alles fit, Prager Luft. Jawohl. Sehr stark. Wir haben natürlich noch einen kleinen Abschluss für euch vorbereitet. Einen kleinen Finisher. Stellt euch nochmal eure zwei Markierungshütchen auf. Und so, wir machen es jetzt so, dann sieht man es ganz gut. So ungefähr 2 Meter auseinander. Je nachdem wie groß eure Wohnung ist, könnt ihr gerne noch ein bisschen weiter auseinander. Aber 2 Meter sollten es mindestens sein. Wir schaffen hin und her. Wir haben nochmal richtig Belastungszeit. 20 Sekunden, dafür Vollgas in die 20 Sekunden. So heißt von Hütchen zu Hütchen, richtig ausbeschleunigen und schnelle Richtungswechsel, sofort wieder retour. Alles was geht, 20 Sekunden. 10 Sekunden nur Pause, ganz kurz. Dann kommt gleich der Ball ins Spiel, Arbeiten auf den Ball, einer unten und so viele Kontakte wie möglich auf den Ball drauf. In die 20 Sekunden. Vollstoff geben. Alles was geht. 3 Runden davon, dann haben wir es geschafft. Da dürfen die Beine noch richtig brennen. Da werden wir nochmal richtig schnell und intensiv. Leute, ich bin bereit. Schau bei 10 Sekunden. Alles außerholen. Bleiben wir dabei bis zum Schluss, auch wenn es hart wird. 2, 1 und geh. Schnelle Richtungswechsel. Unten raus. Schnelle Sidesteps. Jawohl. Hin und her. So schnell wie es geht. Sofort wieder Abdruck. Jawohl. Und da geht noch mehr. Abdruck. 40 Abdruck. Gut so. Oh, Nase. Ja, du Schlauch ist es. Dein Ball bereitlegen. 3, 2, 1. Und gerne. Viele Kontakte. Und gerne. Tempo. Alle Zeit. Jawohl. So ist es. Aber lass mir nichts anbrennen. Gas. Und Pause. Jawohl. Zweite Runde. 3, 2, 1. Und gehen wir. Jeder sein maximales Tempo. Jawohl. Jawohl. Zweite Übung. 2, 1. Und gehen wir.
Viele Kontakte, viele Kontakte. Jawohl, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Beschleunig, beschleunig, beschleunig. Jawohl, Pause wieder. Yes. Allerletzte Runde. Nochmal richtig Gas geben. Jetzt zählt. 3, 2, 1. Und ja. Tiefer Schwerpunkt. Schnelle Richtungswechsel. Sofort wieder beschleunigen. Jawohl, alles was du im Körper ist. Gehen wir, gehen wir, gehen wir. Jawohl. Yes. Letzte Runde, seitwärts. Und gehen wir, Vollgas. 20 Sekunden, alles was geht. Bam, 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 bam. Jawohl, jawohl. Und wieder beschleunigt. Gerber, 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 äußerst geht's! 3, 2, 1! Wuhuhu! Ach, geil! Sehr gut! Also, wir sind ganz Zeit frei. Top, Schluss! Jawohl! Richtig geil, ich hoffe, es waren viele Fußballbegeisterte am Start. Lasst uns einen Kommentar da, Daumen hoch, wie hat es euch getaugt? Ich bin auf jeden Fall froh, dass wir in Zukunft, vor allem so die nächsten Wochen, ein bisschen an Content da liefern. Wer generell Interesse hat, wir sind gerade am Düfteln an einem Athletikblock, weil jetzt Outdoor darf man ja wieder trainieren. Wir haben einen super Outdoor-Spot bei uns in Innsbruck in der Base, wo man super Schnelligkeitssachen mitmachen kann, wo wir geraten haben, wo man aber Kraftblöcke super machen kann. Wir haben Reckstangen, wir haben Zusatzgewicht, also da kann man richtig Gas geben. Wer da Interesse hat, gerne Kontakt mit uns aufnehmen. Wir werden aber die nächsten Tage auf jeden Fall nochmal genauere Infos dazu liefern. Für heute war es das, uns auf jeden Fall Spaß gemacht. Mega. Wieder so Throwback in alte Zeiten. Jetzt merkt schon, der David ist auf jeden Fall besser in Schuss. Er ist aber auch noch mitten in seiner Blütezeit der Karriere. Jawohl, für hey, lass uns gut sein. Wir beenden natürlich wie jede Session das Ganze mit einem lauten Schrei. Wir schreien Base ist 5 und das Ganze geht bis nach Prag, Manni. Also du musst auch schreien. Jawohl, ansonsten alle mitmachen. Falsche Hammer nach oben.